Heute stelle ich euch einen Lichtwecker vor. Bei dem ihr aufwachen könnt mit Licht. Okay, um 8 Uhr geht's los. Vorab wird's mal schon mal rot. Radiokabel dabei. Das Ganze lässt sich über Alexa und über Google Smart Home verbinden oder einstellen. Ich habe eine Bedienungsanleitung in Deutsch, wo die ganzen Tasten erklärt sind. Die Bedienung ist auf der Rückseite. Die haben wir hier. Hier ist die Helligkeit, die man einstellen kann. Und hier ist die Zeit, also Weckzeit. Wenn wir das mal hier durchgehen. Weckzeit. Hier kann man die Uhr einstellen. Also hier, wenn man durchklickt, hier ist die Funktionen. Dann haben wir Radio. UKW-Sender, Standard, dann habe ich hier LED-Licht, Snooze, Alarm 1, Alarm 2, oben, unten, weiß nicht, was das ist. Dann haben wir hier Einschlafhilfe, FM-Radio, Bluetooth-Speaker, USB-Ausgang, Reset, Adaptereingang, Antenne und Knopfzellenfach, falls man es ohne Strom betreibt, und eine LED-Anzeige. Zum Einstellen, die ist recht einfach. Da gibt es eine komplette Anleitung. Da haben wir hier, man soll es einstellen, einschalten, dann auf dieses Ding 3 Sekunden draufdrücken. 1, 2, 3. Dann kommt die Uhranzeige. Dann kann man die Uhr einstellen. Der blinkt jetzt. Jetzt kann ich die Uhr einstellen. Mit Plus, Minus kann ich jetzt sagen, jetzt ist es 7:52 Uhr. Also, das ist das volle Top-Produkt. Mache ich sehr gerne mit Meisengezwitscher auf. Der Lichtwecker hat auch den Vorteil, dass man den im Smart Home verwenden kann. Dazu geht man hin und drückt hier hinter auf diese Taste, sodass unter dieses Suchsymbol aktiviert wird, hier unten das da. Und dann installiert man sich die App EDAP Smart. Wenn die dann installiert ist, dann sagt er hier Gerät hinzufügen und sagt jetzt, okay, er findet diese. So, und jetzt kann man die verschiedene Farbe wählen. Bluetooth, Radio, vom Bluetooth Radio ausgewählt. Dann haben wir noch 24 Uhr, 10 Minuten weiter. So, und jetzt. Dann sagen wir ein neues Gerät einrichten. Dann machen wir hier ein neues Gerät hinzufügen. Nehmen wir das hier. Dann muss man diesen Vogel dort mit reinkriegen als Verifizierung, dass es auch stimmt.